Trucker Babe Uschi ist mit 24 Tonnen Malz unterwegs im US-Bundesstaat Nebraska. Die 62-Jährige hat einen nagelneuen Truck. Und mit ihm gleich ein paar Probleme. Also gestern hatte mir die Anzeige hinten das Achsengewicht nicht angezeigt. Da war wohl entweder irgendwas Eis oder sonst was da drin. Ich gehe mal eben auf den Balkon gucken, ob da alles in Ordnung ist. Mit den kleinen Luftdruckschläuchen. Seit 1984 lebt Uschi in den USA. Nachdem sie lange mit ihrem alten Peterbilt glücklich war, ist das hier ihr neuer Truck. Sieht traumhaft aus, hat aber noch seine Techniktücken. Gut, dass die Highway-Veteranin alle Handgriffe kennt. Ach, ist meine Morgengymnastik. Ich muss ja gucken, wie es hier um mich rum aussieht. Also oben scheint alles dicht zu sein. Dann können wir es gut. Alles klar. Das Ziel für heute heißt Colorado. Auf geht's. Auf Wiedersehen, Ogallala. Also wir sind hier sogar auf der Pony Express Lane. Denn in Ogallala war eine Pony Express Station. Der Ort ist nach den Oglala benannt, einem indigenen nordamerikanischen Stamm, deren Gebiet einst in Nebraska lag. So, Richtung West. Wunderbar. Die Sonne scheint. Ist das nicht wunderbar? Allerdings. Vor allem, wenn man das Ziel schon kennt. Wir fahren jetzt zur Breckenridge Brewery. Malz bringen. Wow, Gerste. 47.920 Pfund. Nicht nur der Himmel heute ist blau. Auch viele Menschen werden es mit Hilfe von Uschis Ladung sein. Denn die wird zu Bier verarbeitet werden. Und Uschi bekommt sogar immer was ab. Die statten mich normalerweise immer sehr gut aus. Die schmeißen mir mindestens einen ganzen Kasten entgegen. Mindestens mit 12, manchmal mit 24 Flaschen. Und dann kann ich da lecker essen, ein paar Bierchen an der Theke trinken, mit denen was quatschen. Und dann am nächsten Morgen fahre ich dann nach Hause. Ja, das ist normalerweise meine Nachhausefahrt. Denn Colorado ist die Wahlheimat der Krefelderin. Wir verlassen jetzt die 80, wir sind jetzt auf der 76. Wenn alles gut geht, werden wir morgen die 80 in Laramie wieder aufnehmen. Hallo Colorado! Für die Kilometerkönigin eine echte Genießerstrecke. Mein Vater hatte mir, bevor ich nach Amerika zog, eine Kamera in die Hand gedrückt, so eine kleine Canon noch mit so einem Film, und meinte, mach Bilder. Habe ich auch gemacht. Die ersticken zu Hause in Fotoalben. Und das war ja immer recht umständlich. Man macht natürlich auch nicht so viele Bilder da, weil es kostete ja alles Geld. Heute drückt man 25.000 Mal auf den kleinen Knopf und sucht sich ein Bild aus und schickt das einfach rüber. Gesagt, getan. Zeit, die Verwandtschaft mit neuen Fotos von Uschis Touren zu versorgen. Okay, ich halte hier in dieser Rest-Area mal an. In Julesburg. Jetzt gehen wir in die Tipis. Die Indianerzelte. Colorado Welcome Center Rest Area. Zu schön, um vorbeizufahren. Ich mache jetzt Bilder. Vor allem von diesem besonderen Reiterstandbild. Ich habe ja einen Fettich für The Pony Express. Und für diesen Stahl-Express. Guck mal, was für ein schönes Auto da steht. Also der sieht wirklich nicht aus wie so ein normaler Truck, ne? Heute bringen Trucks die Ware. Früher übernahmen echte Pferdestärken den Job. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es den Pony Express, einen Kurierdienst per Pferd. Also hier war tatsächlich eine Pony Express-Stätte. Ja, die haben praktisch so eine Staffel gemacht. Die hatten dann so einen kleinen Postsack um die Schulter und dann ging es ab im gestreckten Galopp, bis man mit so einer Postkutsche hier über die Hügel geeiert ist. Das dauert ja ewig. Der Cowboy-Spirit ist geblieben. Hier raucht zwar nur noch der Auspuff und kein Colt. Trotzdem ist die Fahrt ein Abenteuer. Selbst für Uschi. Ja, hier sind jetzt nur die etlichen Wiesen und Weiden. Es ist die Open Prairie. Da fühle ich mich einfach wohl. Das ist die Prärie. Als passionierte Reiterin ist Uschi hier genau richtig. Ja, wir nähern uns den Wilden Westen.
hier in Kansas, Colorado, Montana, da waren ja die ganzen bösen Jungen, der Jesse James und Buffalo Bill und wie sie alle heißen. Die bösen Jungs hatten Pferde. Uschi hat einen nagelneuen Truck. Und in dieser menschenleeren Gegend muss der einwandfrei funktionieren. Unsere Abenteuer auf den Straßen Deutschlands, Europas und der ganzen Welt haben euch neugierig gemacht. Ihr wollt unbedingt wissen, wie es mit unseren Touren und Aufträgen weitergeht? Dann klickt hier unten rechts, um gleich ein weiteres spannendes Video von unseren Trucker Babes anzuschauen. Oder ihr abonniert gleich unseren Kanal und verpasst keine neuen Videos von unseren Ladies. Außerdem habt ihr noch die Möglichkeit, auf Join alle unsere Folgen ganz entspannt anzuschauen. Viel Spaß!